Ja, mich hat es deswegen sehr fasziniert, dass da endlich was getan wird, weil es für mich vom tiefsten Herzen aus unbegreiflich ist, dass es überhaupt Menschen gibt, die der Meinung sind, dass man Wasser mit Wasser Geschäfte machen kann. Dass man also das Wasser nicht einfach ein Grundbedürfnis aller Menschen ist und man versuchen sollte, es allen Menschen zur Verfügung zu stellen, und zwar umsonst zur Verfügung zu stellen. Alles zu tun, damit alle Menschen Wasser haben, und zwar nicht nur jetzt, sondern auch für immer. Und dass es da die Ansicht anscheinend von Geschäftsleuten gibt, man könne und solle mit Wasser Geld verdienen, kann mir und wird mir nie und nimmer einleuchten. Und dass es Kommunen gibt, die ihr Wasser verscherbeln, ihre Seen verscherbeln, Teile ihrer Seen verscherbeln. Dass es wahrscheinlich ganze Länder gibt, die das Wasser an Privatfirmen verkaufen, ist so ungeheuerlich, weil man sich mal vorstellen muss, was wird denn in den nächsten 30, 40 Jahren passieren, wenn das Wasser knapp wird? Es werden natürlich dann diejenigen, die auf dem Wasser sitzen, denen es gehört, die haben eine Macht in Händen, die erschreckend ist.